Christoph die Aktienaufteilung der Holding ändern. Er will was? Christoph hat vor, sein Vermögen umzuverteilen, damit ich bei der Scheidung schlechter wegkomme. Und warum hat er mir davon nichts erzählt? Austauschschüler sind dazu da, ausgetauscht zu werden. Ramon Santos. Warum sagst du mir dann nicht endlich, was Tanja von dir will? Sie braucht meine Hilfe, das ist alles. Was denn für Hilfe? Ach, Herrgott, darüber kann ich jetzt nicht reden. Papa hat heute einen sehr, sehr guten Vertragsabschluss gemacht. Und mit einer Zusage für den Erweiterungskredit sieht die Sache jetzt auch ganz anders aus. Von welchen Männern sprichst du denn? Von allen. Aber trinken? Trinken auf einen. Was machst du denn? Willst du wirklich gehen? Ist es besser, wenn Jan hier wohnt? So wütend, wie er vorhin auf mich war. Ach Quatsch, das legt sich wieder. Hm? Er kommt zurück und dann zieht er hier ein und alles wird so, wie du es dir wünschst. Du willst doch noch, dass Jan hier einzieht, oder? Julia. Was? Du denkst doch bestimmt, ich hab dir... Ich hab dir angeboten, hier einzuziehen, weil ich mich mit Jan gestritten habe. Das denkst du doch, oder? Schon in Ordnung. Und du bist doch meine beste Freundin. Und meine. Aber ich bleib's noch hier. Das geht leider nicht. Wo willst du denn jetzt noch hin? Ach, da gibt's tausend Möglichkeiten. Bist du dir da sicher? Bestimmt. Das war richtig lecker. Ich weiß gar nicht, wie ich das verdient habe. Du bist mein Sohn. Und? Ich wollte dich mal richtig verwöhnen. Und? Und? Ich wollte dir sagen, dass ich Angst um dich habe. Um mich? Das brauchst du nicht. Doch. Und wieso? Wegen Christoph zum Beispiel. Christoph? Ich kenne Christoph besser als du. Er wird sich nicht damit abfinden. Er wird alles versuchen, dich wieder fester an sich zu ketten. Was meinst du damit? Hat er nicht versucht, dich wieder zur Arbeitex zurückzuholen? Und er hat dir bestimmt auch eine Beteiligung an der Holding versprochen. Stimmt's? Ja, hat er. Aber ich weiß nicht, was das damit zu tun hat, dass er mich fester an sich binden will. Er versucht, dich zu benutzen, um mich fertig zu machen. Wovon sprichst du? Clarissa, es ist alles wirklich in bester Ordnung. Hör zu, Jan. Christoph hat Julia mehrere unserer besten Pferde geschenkt. Findest du das auch in Ordnung? Na und? Er wird doch wohl seiner Tochter ein paar Pferde schenken dürfen, oder? Christoph macht doch nie etwas ohne Hintergedanken. Clarissa, ich glaube, du siehst Gespenster. Gespenster? Ja. Christoph benutzt meine Kinder für seine Scheidungspläne. Und du redest von Gespenstern. Hi. Ist Sophie da? Die sind ein paar Tage weg. Aber einen Drink nimmst du doch auch von mir, oder? Hast du was Interessantes? Wie ist mit Jungle Fever? Oh, nee, danke. Lieber kein Fieber. Ich glaube, heute brauche ich was zur Beruhigung. Dann vielleicht Bonanotte? Klingt schon besser. Danke. Geht aufs Haus. Wo hast du denn Julia gelassen? Komm, spuck's aus. Irgendwas ist doch mit Julia. Also, Julia wollte bei mir einziehen. Aber da kam Jan und wollte auch bei mir einziehen. Machst du mir noch was?
Tja, und jetzt ist Julia abgesprungen, weil sie denkt, dass ich lieber mit Jan zusammen wohne. Ja, und wo ist das Problem? Jan ist in der Zwischenzeit auch abgesprungen. Typisch Zwillinge. Entweder du nimmst sie im Doppelpack oder gar nicht. Na danke. Ich hab's ja gleich gewusst. Was? Dass du mir nicht weiterhelfen kannst. Das ist bei Jan und Julia auch gar nicht so einfach. Die wissen meistens auch nicht, was sie wollen. Ha, hab ich ja noch gar nicht bemerkt. Weißt du denn, was du willst? Wie meinst du, ne? Naja. Angenommen, die beiden würden wieder zurückkommen. Mit wem würdest du dann zusammenziehen? Ich meine, solange du selbst nicht weißt, mit wem du zusammenwohnen möchtest, hast du das ganze... Natürlich weiß ich, mit wem ich zusammenwohnen will. Ach. Und mit wem? Ich würde am liebsten... mit Jan zusammen. Und was ist mit Julia? Reden wir von was anderem. Machen wir lieber noch was zu trinken. Guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen. Morgen. Morgen, Herr Ruffer. Guten Morgen. Und wie haben Sie geschlafen? Na, wie ein Murmeltier, warum fragen Sie? Naja, auf Ihre Firma kommt ja einiges zu. Und mit so einem Riesenauftrag in der Tasche würde so mancher kleiner Unternehmer nervös werden. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Na, dann wollen wir die Goldgrube mal besichtigen. Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Oder haben Sie sich das Grundstück vielleicht schon mal angesehen? Nein, nein, nein. Kommt mir nur irgendwie bekannt vor. Ja, hier wurde letztes Jahr eine Fernsehserie gedreht. Vielleicht kennen Sie die Villa daher. Ja, vielleicht vom Fernsehen. Ich hoffe, Sie geben mir recht. Das Grundstück ist für unser Vorhaben wie geschaffen. Links, dort hinten, kommt der Baumarkt hin, daneben der Supermarkt und darunter die Tiefgarage. Mit Einfahrten von beiden Seiten des Grundstückes. Ist dir nicht gut? Nein, nein. Alles bestens. Der alte Kasten wird natürlich abgerissen. Aber ich kann Sie beruhigen, Herr Brandner. Wir betrachten die Abrisskosten nicht als Bestandteil Ihrer Kalkulation. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Kathi! Wohin hast du den verdammten Pschyrembel verschleppt? Kathi! Kathi, jetzt komm! Sofort! Sonst schmeiß ich deinen ganzen Krempel auf den Müll! Hallo Gero, kann ich dir irgendwie helfen? Wo sind meine Bücher? In diesem ganzen Chaos kann doch keiner mehr was finden! Ich schon. Warum fragst du mich nicht gleich? Wenn ich wieder runterkomme, will ich von dem ganzen Dreckhaufen hier nichts mehr sehen! Ich hab das Recht, hier zu wohnen, genau wie du! Wie er sowas produziert, der sollte überhaupt keine Rechte mehr haben! Willst du mich in den Keller sperren, oder was? Wenn das bis heute Mittag nicht aufgeräumt ist, dann bringe ich dich zu Christoph nach Friedenau. Oh, ich zittere vor Angst. Das ist mein bitterer Ernst. Ich erwarte heute Mittag eine Arbeitsgruppe und die empfange ich nicht in dieser Müllhalde. Ach, kann ich jetzt endlich meine Ruhe haben? Julia, was machst du denn hier? Du bist bei Nicole. Hast du Angst, dass er ohne mich nicht zurechtkommt? Ich kann dich beruhigen, es geht dir gut, sonst würde ich nicht hier sitzen. Sie braucht sich wegen Tanja keine Gedanken zu machen. Das musst du nicht mir sagen, sondern ihr. Was ist denn das für ein Ton, sag mal? Bist du extra hergekommen, um mich blöd anzumachen, oder was? Wie war's bei Clarissa gestern? Gut. Das Essen war klasse, wie immer. Und sonst? Ist was mit ihr? Nein, mit ihr ist nichts. Aber Christoph benimmt sich momentan so merkwürdig. Findest du nicht? Wieso merkwürdig? Zum Beispiel, dass er dir unsere besten Pferde schenkt, ohne ersichtlichen Grund. Hat sie das Clarissa erzählt? Ja, und sie hat auch gewusst, dass mir Christoph Anteile von Avatex überschreiben will. Was will er? Christoph will mich an Avatex beteiligen. Wir hatten kurz drüber gesprochen, ich habe es gar nicht ernst genommen. Clarissa meint, dass uns Christoph durch diese Schenkung auf seine Seite ziehen will. Bitte? Naja, irgendwie ist es schon komisch. Wir sollten mal mit ihm reden, findest du nicht auch? Als er jemals von seinem Turtelurlaub mit der Michels zurückkommt. In die Schule gehst du jetzt wohl auch nicht mehr, oder wie sehe ich das? Die letzten beiden Stunden sind ausgefallen. Kannst du in der Schule anrufen. Und das Chaos bleibt im Chaos eines Chaos. Kannst du wenigstens das Wohnzimmer aufräumen, Kathi? Ja, warum tust du es dann nicht, verdammt nochmal? Weil ich nicht deine Putzfrau bin. Ach
Du auch noch. Was willst du denn hier? Ich wollte mit Kathi noch mal über die Sache mit Henning reden. Da gibt's nichts zu reden. Ich will aber mit dir reden. Hast du was auf den Ohren? Ich habe keine Lust, mir dein blödes Gequatsch über Henning anzuhören. Wären die Damen vielleicht zu nett und würden sich woanders weiter streiten? Zum Beispiel in der Schule, wo sie hingehören. Der Unterricht fällt heute aus. Hast du auch was auf den Ohren? Misch dich gefälligst nicht ein, wenn ich mich mit meiner Freundin unterhalte. Hä? Welcher Unterricht fällt aus? Englisch. Sonst wäre ich doch gar nicht hier. Ach, Englisch, klar. Und dann noch die Mathestunde. Die Märchenstunde könnt ihr allein abhalten. Vielleicht solltet ihr euch das nächste Mal vorher absprechen. Aber eins sage ich dir, ja? Wenn das hier heute Mittag immer noch so aussieht, dann... Ja, ich weiß, eine schwachsinnige Arbeitsgruppe. Mich mal. Wie redest du denn mit deinem Bruder? Irgendwas ist doch mit dir, Arno. Kann ich dir helfen? Ach, nein, nein, Karl-Heinz, vielen Dank, es ist wirklich nichts. Ach, Arno, du kannst mir doch nichts vormachen. Dazu kenne ich dich viel zu lange. Du hast doch irgendwas. Ich bin hier früher oft gewesen. Als Student mit meiner Freundin. Ach, jetzt wird mir einiges klar. Von dieser Villa haben wir immer geträumt. Wir besaßen keinen Pfennig, aber wir haben uns vorgestellt, wie es sein würde, in diesem Haus zu leben. Zusammen mit unseren Kindern. Wir haben genau gewusst, wie wir uns einrichten würden. Naja, solche Träume haben wir alle mal gehabt. Aber du hattest damals schon einen guten Geschmack. Das muss ich dir sagen. Ja. Das ist ein echtes Schmuckstück. Jetzt bin ich derjenige, der es abreißt, um meine Firma zu sanieren. Und nicht zu knapp. So wie es aussieht, fällt bei dem Auftrag ein ordentlicher Gewinn ab. Hm? Nun, Herr Brandner, was sagen Sie zu unserer kleinen Ortsbesichtigung? Ich habe keine Einwände. Exzellenter Baugrund, gut erschlossen. Keine Zufahrtsprobleme für Baustellenfahrzeuge. Wunderbar. Dann steht ja unserer Zusammenarbeit nichts mehr im Wege. Schade, dass man diese alte Villa abreißen muss. Wenn das Einkaufszentrum erstmal steht, ist der alte Kasten schnell vergessen. Bitte. Hallo, mein Schatz. Wie geht es dir? Ich bin wieder da. Du kannst ruhig ein bisschen freundlicher gucken. Papa, stimmt es, dass die Sache mit den Pferden nur ein Trick war? Was denn für Pferde? Was für ein Trick? Sag mal, ist hier irgendwas passiert in meiner Abwesenheit? Hast du mir die Pferde nur geschenkt, damit Clarissa nichts vom Gestüt abbekommt? Wer hat dir denn das eingeredet? Das muss mir niemand einreden, da komme ich doch auch von selber drauf. Erstens habe ich dir die Pferde geschenkt, weil du besonders an ihnen hängst. Ach, deswegen musst du sie mir doch nicht schenken. Zweitens möchte ich, dass das Gestüt einigermaßen zusammengehalten wird. Mach mir doch nichts vor. Dir geht's doch um was ganz anderes. Du willst dein eigenes Vermögen mindern, damit sich der Anteil von Clarissa auch vermindert. Ich will hier kein Vermögen mindern. Ich will es vor Clarissa schützen. Das bin ich meiner Familie schuldig, auch meinen Kindern. Mir bist du überhaupt nichts schuldig. Warum willst denn du das nicht verstehen? Wenn die Pferde nicht dir gehören, dann wird das Gestüt auseinandergerissen. Das willst du doch nicht. Das sind doch alles nur faule Ausreden. Du willst mich auf deine Seite ziehen in eurem miesen Scheidungskrieg. Du willst mich kaufen. Wow, geil. Kannst du mir die mal ausleihen? Klar, gehört sowieso meiner Mutter. Oh, guck mal, Kathi. Echt stark, was? Nicht übel. Reiß die Seite mal raus. Ah, Gero, gut, dass du kommst. Wir brauchen unbedingt deine Hilfe. Allein schaffen wir das hier nie. Das hat ein Nachspiel, Kathi. Haut bloß ab, ihr beiden. Was hat er denn? Ach, wegen seiner Arbeitsgruppe. Es ist ihm peinlich, wenn die Leute seinen Saustall sehen. Man muss nur wollen. Halt die Klappe! Hallo. Hallo, Gero. Toll, dass du gekommen bist. Das ist Herr Duisberg, Assistenzarzt an der Marienklinik. Deine Arbeitsgruppe, ich verstehe. Und ich bin Kathi, die Schlampe. Meine kleine Schwester. Und das ist ihre Freundin Jackie. Die beiden wollten gerade ins Kino. Wir haben es uns anders überlegt. Wir sind nämlich pleite.
Aber die Kindervorstellung, okay? Na klar, Papi. Ich bin sowas wie Katis Ersatzvater. Sie ist im Moment gerade mal wieder in der Trotzphase. So, jetzt können wir uns in Ruhe der Anatomie widmen. Möchtest du was trinken? Ja. Dein Gerechtigkeitssinn in allen Ehren, aber hier gehst du zu weit. Wenn hier einer zu weit geht, dann bist du das. Du willst mich kaufen und Jan dazu. Du hast ihm Anteile bei Arbatex angeboten, obwohl er überhaupt nichts mehr mit der Firma zu tun hat. Warum denn? Jan und du, ihr gehört beide zur Familie. Ihr gehört beide zu Friedenau. Und deswegen habt ihr auch beide Anspruch auf das Familienvermögen. Ja, und Clarissa, sie ist unsere Mutter. Sie gehört auch zur Familie. Warum willst du ihr denn alles wegnehmen? Ich will ihr nichts wegnehmen. Ich will es vor ihr schützen. Indem du es verkaufst oder überschreibst. Ach, die reißt doch alles an sich. Du kennst sie doch. Das gibt dir noch lange nicht das Recht, mich wie eine Marionette zu benutzen. Und Jan, du benutzt uns beide. Sowas würde ich nicht einmal denken. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Du hast Clarissa immer vorgeworfen, dass sie mit miesen Tricks arbeitet. Und jetzt machst du genau dasselbe. Hallo Julia, schön dich zu sehen. Also wenn Papa den Kaffee noch kälter werden lässt, dann wird er noch schöner als wir alle zusammen. Ja, und Iris kriegt das halbe Tassentrauma. Arno, stimmt was nicht? Irgendwas mit dem neuen Auftrag? Nein, 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 nichts Besonderes. Ich habe nur den Baugrund besichtigt. Und da gibt es was. Na? Völlig unwichtig. Es ist absolut unwichtig. Es war einfach zu anstrengend in letzter Zeit. Trotzdem bin ich optimistisch. Das ist der Anfang der neuen Ära Brandnerbau. Vielleicht kann die neue Ära Brandnerbau dann ja auch ihre Schulden bezahlen. Was für Schulden? Hör auf, deinen Vater zu drangsalieren. Du hast Anna doch 300 Mark für das Praktikum versprochen, was sie bei dir gemacht hat. Ach, natürlich. Anna, warum sagst du denn aber noch nichts? Du bekommst dein Geld gleich. Das hat doch Zeit. Sonst gebe ich es gleich nur wieder aus. Komm, lass uns nach oben gehen. Ich muss noch Bio lernen. Wieso brauchst du mich dazu? Ja, ich stelle die Fragen und du gibst die Antwort. Drei Linden, 33. Karl-Heinz, Arno hier. Es geht um den neuen Auftrag, ganz kurz. Ja, ich brauche unbedingt noch Informationen über den Bauherrn. Ja. Ja, aber das reicht mir nicht. Vor allem interessiert mich, ob es eine Verbindung gibt zwischen den Auftraggebern und Gräfin Clarissa von Anstetten. Karl-Heinz, bitte frag jetzt nicht länger. Ich erkläre es dir später. Ja? Gut. Ich danke dir. Also, dann fangen wir mal an. Am besten gleich mit dem Schwierigsten. Wie erkläre ich es meinen Patienten? Prima Idee. Angenommen, du hast einen Patienten mit Bandscheibenvorfall. Und der möchte genau wissen, wie seine Wirbelsäule aufgebaut ist. Wie erklärst du ihm das? Kein Problem. Also, hier am unteren Ende des doppelten S der menschlichen Wirbelsäule sind die letzten 5 Wirbel zum Kreuzbein verschmolzen. Ja. Hier oben die 7 Halswirbel, dann die 12 Brustwirbel, 5 Lendenwirbel, 5 Kreuzbeinwirbel. Steh mal auf. Ich zeig's dir in deiner eigenen Wirbelsäule. Wozu haben wir die denn? Nur wenn du möchtest, natürlich. Ach, sicher. Wozu haben wir denn unsere Wirbelsäule? Also, hier auf Schulterhöhe haben wir den ersten Brustwirbel. 1 von 12. Bis etwa... Du hättest doch lieber gleich den Chanel nehmen sollen. Du bist mir eine Freundin, das hättest du mir auch eher sagen können. Wolltet ihr nicht ins Kino? Eigentlich schon. Aber dann hatte Jackie die Idee mit den Lippenstiften. Normalerweise sind die viel zu teuer. Echt nett von dir, dass du uns das Geld dafür gegeben hast. Sagen Sie mal, Herr Doktor, sind Sie eigentlich schon in festen Händen? Wieso fragst du? Nur so. Tut mir leid, ich bin schon vergeben. Oh, das tut uns allen leid. Du bist ja noch hier. Ja, und wo bist du? Ich hab dich überall gesucht. Ich war kurz im Park spazieren.
Die Sache mit Christoph geht mir nicht aus dem Kopf. Ich muss ihn unbedingt sprechen. Das kannst du dir sparen. Ich habe schon mit ihm gesprochen. Ja, und? Er hat alles zugegeben. Was hat er zugegeben? Er möchte das Familienvermögen vor Clarissa retten. Indem er dir die Pferde schenkt und mich an der Holding beteiligt. Ja. Hat er das wirklich gesagt? Mhm, das hat er. Aber du kannst es dir gerne noch mal selber anhören, er ist in der Bibliothek. Ja, werde ich auch. Kommst du mit? Nein, danke. Einmal reicht mir. Außerdem muss ich mir ein neues Zimmer suchen. Wieso ein neues Zimmer? Ich denke, du ziehst zu Nicole. Tschüss, Daniel. Und danke noch mal. Schon gut. Bis denn, Gero. Daniel! Tschüss. Ciao. Sag mal, was fällt dir eigentlich ein, mich so zu blamieren? Du widerliches Miststück. Ha, du bist so eine Sau, weil der Typ nichts von dir will. Ach, du redest totalen Blödsinn. Stock hetero ist der. Das hätte ich dir gleich sagen können. Kümmer dich in Zukunft um deinen eigenen Mist und lass mich in Ruhe. Ich habe die Situation noch nur ein bisschen aufgelockert. Pack deinen Krempel. Wir fahren nach Friedenau. Da kannst du dann Christoph tyrannisieren. Na wunderbar. Mit so einem Miesmacher wie dir hätte ich sowieso keinen Tag länger ausgehalten. Aua! Du tust mir weh. Wo willst du hin? Jackie wartet und wir haben noch einiges zu bequatschen. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ja, was denn noch? Ich krieg noch 50 Mäuse von dir. Ich finanziere doch nicht deine Nuttenbemalung. Christoph, kann ich dich kurz mal sprechen? Karin, würdest du uns einen Moment allein lassen? Du findest mich im Park. Hm. Jan, ich glaube, ich weiß, worum es geht. Ist das wahr, was mir Julia gesagt hat? Wenn du damit die Anschuldigungen meinst, die sie mir vorhin an den Kopf geworfen hat, nein. Das heißt, dass Julias Geschenk und meine Beteiligung an der Holding also nichts mit einer Scheidung zu tun hat? Ich habe es vorhin Julia schon erklärt. Ich habe eine gewisse Verpflichtung dem Vermögen der von Anstettens gegenüber. Okay, das kann ich ja verstehen. Aber und ich habe eine Verpflichtung euch beiden gegenüber. Und ich kann nicht mit ansehen, wie irgendjemand daherkommt und sich alles unter den Nagel reißt. Irgendjemand? Ins Clarissa irgendjemand? Ja, sie bekommt auch ihren Teil. Das ist alles geregelt. Aber ihr bekommt ihn auch. Ja, ich kann's nicht mehr hören. Sie hat das und das, wir kriegen das und das. Ich habe keine Lust auf eure Schlammschlacht. Ich habe auch keine Lust auf eine Schlammschlacht. Aber sie ist bereits dabei, eine zu veranstalten. Sie mit ihrem widerlichen Charakter. Du wirfst Clarissa ihren widerlichen Charakter vor? Im Grunde genommen bist du doch... Im Grunde bin ich was? Im Grunde genommen bist du noch viel widerlicher als sie. Ich bin nur froh, dass du nicht mein Vater bist. Ausgefallen. Kannst du in der Schule anrufen. Und das Chaos bleibt im Chaos eines Chaos. Kannst du wenigstens das Wohnzimmer aufräumen, Kati? Ja, warum tust du es dann nicht, verdammt nochmal? Weil ich nicht deine Putzfrau bin. Ach, du auch noch. Was willst du denn hier? Ich wollte mit Kati nochmal über die Sache mit Henning reden. Da gibt's nichts zu reden. Ich will aber mit dir reden. Hast du was auf den Ohren? Ich habe keine Lust, mir dein blödes Gequatsch über Henning anzuhören. Wären die Damen vielleicht zu nett und würden sich woanders weiter streiten? Zum Beispiel in der Schule, wo sie hingehören. Der Unterricht fällt heute aus. Hast du auch was auf den Ohren? Misch dich gefälligst nicht ein, wenn ich mich mit meiner Freundin unterhalte. Hä? Welcher Unterricht fällt aus? Englisch. Sonst wäre ich doch gar nicht hier. Ach, Englisch, klar. Und dann noch die Mathestunde. Die Märchenstunde könnt ihr allein abhalten. Vielleicht solltet ihr euch das nächste Mal vorher absprechen. Aber eins sage ich dir, ja? Wenn das hier heute Mittag immer noch so aussieht, dann... Ja, ich weiß, eine schwachsinnige Arbeitsgruppe. Ja, dann kann mich mal. Wie redest du denn mit deinem Bruder? Irgendwas ist doch mit dir, Arno. Kann ich dir helfen? Ach, nein, nein, Karl-Heinz, vielen Dank, es ist wirklich nichts. Ach, Arno, du kannst mir doch nichts vormachen. Dazu kenne ich dich viel zu lange. Du hast doch irgendwas. Ich bin hier früher oft gewesen. Als Student mit meiner Freundin. Ach, jetzt wird mir einiges klar. Von dieser Villa haben wir immer geträumt. Wir besaßen keine... Ah. Und mit wem? Ich würde am liebsten... mit Jan zusammen.
Und was ist mit Julia? Reden wir von was anderem. Machen wir lieber noch was zu trinken. Guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen. Morgen. Morgen, Herr Hofer. Guten Morgen. Und wie haben Sie geschlafen? Wie ein Murmeltier, warum fragen Sie? Naja, auf Ihre Firma kommt ja einiges zu. Und mit so einem Riesenauftrag in der Tasche würde so mancher kleiner Unternehmer nervös werden. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Na, dann wollen wir die Goldgrube mal besichtigen. Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Oder haben Sie sich das Grundstück vielleicht schon mal angesehen? Nein, nein, nein. Kommt mir nur irgendwie bekannt vor. Ja, hier wurde letztes Jahr eine Fernsehserie gedreht. Vielleicht kennen Sie die Villa daher. Ja, vielleicht vom Fernsehen. Ich hoffe, Sie geben mir recht. Das Grundstück ist für unser Vorhaben wie geschaffen. Links, dort hinten, kommt der Baumarkt hin, daneben der Supermarkt und darunter die Tiefgarage mit Einfahrten von beiden Seiten des Grundstückes. Ist dir nicht gut? Nein, nein. Alles bestens. Der alte Kasten wird natürlich abgerissen. Aber ich kann Sie beruhigen, Herr Brandner. Wir betrachten Sie doch, oder? Schon in Ordnung. Und du bist doch meine beste Freundin. Und meine. Aber halt, bleib's noch hier. Das geht leider nicht. Wo willst du denn jetzt noch hin? Ach, da gibt's tausend Möglichkeiten. Bist du dir da sicher? Bestimmt. Und das war richtig lecker. Ich weiß gar nicht, wie ich das verdient habe. Du bist mein Sohn. Und? Ich wollte dich mal richtig verwöhnen. Und? Und ich wollte dir sagen, dass ich Angst um dich habe. Um mich? Das brauchst du nicht. Doch. Und wieso? Wegen Christoph zum Beispiel. Christoph? Ich kenne Christoph besser als du. Er wird sich nicht damit abfinden. Er wird alles versuchen, dich wieder fester an sich zu ketten. Was meinst du damit? Hat er nicht versucht, dich wieder zu Arbatex zurückzuholen? Und er hat dir bestimmt auch eine Beteiligung an der Holding versprochen. Stimmt's? Ja, hat er. Aber ich weiß nicht, was das damit zu tun hat, dass er mich fester an sich binden will. Er versucht, dich zu benutzen, um mich fertig zu machen. Wovon sprichst du? Clarissa, es ist alles wirklich in bester Ordnung. Hör zu mir. Wenn das Einkaufszentrum erstmal steht, ist der alte Kasten schnell vergessen. Bitte. Hallo, mein Schatz. Wie geht es dir? Ich bin wieder da. Du kannst ruhig ein bisschen freundlicher gucken. Papa, stimmt es, dass die Sache mit den Pferden nur ein Trick war? Was denn für Pferde? Was für ein Trick? Sag mal, ist hier irgendwas passiert in meiner Abwesenheit? Hast du mir die Pferde nur geschenkt, damit Clarissa nichts vom Gestüt abbekommt? Wer hat dir denn das eingeredet? Das muss mir niemand einreden, da komme ich doch auch von selber drauf. Erstens habe ich dir die Pferde geschenkt, weil du besonders an ihnen hängst. Ach, deswegen musst du sie mir doch nicht schenken. Zweitens möchte ich, dass das Gestüt einigermaßen zusammengehalten wird. Mach mir doch nichts vor. Dir geht's doch um was ganz anderes. Du willst dein eigenes Vermögen mindern, damit sich der Anteil von Clarissa auch vermindert. Ich will hier kein Vermögen mindern. Ich will es vor Clarissa schützen. Das bin ich meiner Familie schuldig, auch meinen Kindern. Mir bist du überhaupt nichts schuldig. Warum willst denn du das nicht verstehen? Wenn die Pferde nicht dir gehören, dann wird das Gestüt auseinandergerissen. Das willst du doch nicht. Das sind doch alles nur faule Ausreden. Du willst mich auf deine Seite ziehen in eurem miesen Scheidungskrieg. Hallo, mein Schatz. Wie geht es dir? Ich bin wieder da. Du kannst ruhig ein bisschen freundlicher gucken. Papa, stimmt es, dass die Sache mit den Pferden nur ein Trick war? Was denn für Pferde? Was für ein Trick? Sag mal, ist hier irgendwas passiert in meiner Abwesenheit? Hast du mir die Pferde nur geschenkt, damit Clarissa nichts vom Gestüt abbekommt?
Wer hat dir denn das eingeredet? Das muss mir niemand einreden, da komme ich doch auch von selber drauf. Erstens habe ich dir die Pferde geschenkt, weil du besonders an ihnen hängst. Ach, deswegen musst du sie mir doch nicht schenken. Zweitens möchte ich, dass das Geschüt einigermaßen zusammengehalten wird. Mach mir doch nichts vor. Dir geht's doch um was ganz anderes. Du willst dein eigenes Vermögen mindern, damit sich der Anteil von Clarissa auch vermindert. Ich will hier kein Vermögen mindern. Ich will es vor Clarissa schützen. Das bin ich meiner Familie schuldig, auch meinen Kindern. Mir bist du überhaupt nichts schuldig. Warum willst denn du das nicht verstehen? Wenn die Pferde nicht dir gehören, dann wird das Gestüt auseinandergerissen. Das willst du doch nicht. Das sind doch alles nur faule Ausreden. Du willst mich auf deine Seite ziehen in eurem miesen Scheidungskrieg. Du willst mich kaufen. Oh, guck mal, Kathi. Echt stark, was? Nicht übel. Reiß die Seite mal raus. Ah, Gero, gut, dass du kommst. Wir brauchen unbedingt deine Hilfe. Allein schaffen wir das hier nie. Das hat ein Nachspiel, Kathi. Haut bloß ab, ihr beiden. Was hat er denn? Ach, wegen seiner Arbeitsgruppe. Es ist ihm peinlich, wenn die Leute seinen Saustall sehen. Tja, man muss nur wollen. Halt die Klappe! Gero, toll, dass du gekommen bist. Das ist Herr Duisberg, Assistenzarzt an der Marienklinik. Deine Arbeitsgruppe, ich verstehe. Und ich bin Kathi, die Schlampe. Meine kleine Schwester. Und das ist ihre Freundin Jackie. Die beiden wollten gerade ins Kino. Wir haben es uns anders überlegt. Wir sind nämlich pleite. Die Kindervorstellung, okay? Na klar, Papi. Ich bin wieder da. Du kannst ruhig ein bisschen freundlicher gucken. Papa, stimmt es, dass die Sache mit den Pferden nur ein Trick war? Was denn für Pferde? Was für ein Trick? Sag mal, ist hier irgendwas passiert in meiner Abwesenheit? Hast du mir die Pferde nur geschenkt, damit Clarissa nichts vom Gestüt abbekommt? Wer hat dir denn das eingeredet? Das muss mir niemand einreden, da komme ich doch auch von selber drauf. Erstens habe ich dir die Pferde geschenkt, weil du besonders an ihnen hängst. Ach, deswegen musst du sie mir doch nicht schenken. Zweitens möchte ich, dass das Geschüt einigermaßen zusammengehalten wird. Mach mir doch nichts vor. Dir geht's doch um was ganz anderes. Du willst dein eigenes Vermögen mindern, damit sich der Anteil von Clarissa auch vermindert. Ich will hier kein Vermögen mindern. Ich will es vor Clarissa schützen. Das bin ich meiner Familie schuldig, auch meinen Kindern. Mir bist du überhaupt nichts schuldig. Warum willst denn du das nicht verstehen? Wenn die Pferde nicht dir gehören, dann wird das Gestüt auseinandergerissen. Das willst du doch nicht. Das sind doch alles nur faule Ausreden. Du willst mich auf deine Seite ziehen in eurem miesen Scheidungskrieg. Du willst mich kaufen. Wow, geil. Kannst du mir die mal ausleihen? Klar, gehört sowieso meiner Mutter. Oh, guck mal, Kathi. Echt stark, was?